Camping, das heißt ja verzichten, wenig dabei haben, unauffällig dezent unterwegs sein. Und das Auto ist, glaube ich, ziemlich unauffällig und dezent. Weniger ist mehr. Ein Ausspruch, der hier vielleicht ganz genau passen könnte. Wer sich selbst als Minimalist bezeichnet und sich auch auf Reisen in Verzicht übt, für den könnte dieser Van der Firma Crosscamp aus Isny im Allgäu genau das Richtige sein. Während Martin das Fahrzeug in der heimischen Umgebung unter die Lupe nimmt, war unsere Redakteurin Daria damit in Norwegen unterwegs und konnte den Crosscamp zwischen Fjorden und Nordlichtern auf seine Alltagstauglichkeit testen. Wir sind gespannt, was die beiden unabhängig voneinander zum Crosscamp berichten. Auf den ersten Blick möchte man meinen, es ist einfach nur ein Van, wie jeder andere. Doch man mag sich täuschen, in diesem Auto steckt tatsächlich mehr als gedacht. Trotzdem ist der Fokus hier, man merkt ja schon anhand der zwei Schiebetüren, ein Alltagscamper. Und was sehen wir zuerst? Eine Kühlbox ist schon mal an Bord. Kalte Getränke gibt es also auf Reisen in jedem Fall. Damit die Kühlbox aber im Alltag nicht im Weg ist, lässt sie sich mit Schnellverschlüssen rausnehmen. Dann kann ich sie im Alltag zu Hause behalten oder ich stelle sie eben am Campingplatz vor die Tür. Aber die Küche soll ja nicht kalt bleiben und tatsächlich hat dieses Fahrzeug eine Wohnmobilzulassung. Und Wohnmobilzulassung heißt, irgendwo muss ein Herd versteckt sein. Da haben wir ihn. Ein Induktionskochfeld, das ich über die Landstromsteckdose betreiben kann. Immerhin. Wasser allerdings ist hier nicht an Bord. Was das Equipment angeht, habe ich persönlich festgestellt, und da war ich natürlich in Norwegen auf der Sonnenseite. Ich konnte die ganze Zeit wild stehen, war dementsprechend aber auch frei von externen Stromquellen. Das Induktionskochfeld konnte ich dementsprechend nicht verwenden. Und noch etwas ist notwendig, damit ein Fahrzeug eine Wohnmobilzulassung bekommen kann. Das ist Stauraum, der über PKW-übliches Maß hinausgeht. Hier ist das gelöst mit so einer großen Reißverschlusstasche, die ich von innen und außen erreichen kann. Sogar einen kleinen Schmiegel hat man gedacht. Das Ganze kann ich aber auch raussippen, je nachdem, was ich dann brauche. Das war es allerdings auch an Stauraum. Der Rest muss in Kisten mitreisen. Was mir unterwegs immer wieder gefehlt hat, war Stauraum. Und das, obwohl ich alleine und nur mit meinem Hund unterwegs war. Wir hatten die eine Staukiste, den Stausack am Ende. Trotzdem war es relativ viel von A nach B geräume. Die Stauraumlösung mit den Stofftaschen gehört leider nicht zur Serienausstattung. Sie muss für satte 450 Euro zusätzlich geordert werden. Auch an ein Schiebefenster wurde gedacht, dass ich ein bisschen frische Luft haben kann, wenn ich drin übernachte. Hier ist noch eine Markise verbaut. Das ist aber schon nicht mehr so alltagstauglich, denn dann ist nur noch Tempo 130 erlaubt. Und jetzt müssen wir uns mal Gedanken machen, wie wir hier aus dem Fünfsitzer ein Wohnmobil zaubern können. Fangen wir erstmal mit den Vordersitzen an. Die sind beide drehbar. Ein Griff. Und dann ist der Beifahrersitz gedreht. Ein weiterer Griff. Und dann habe ich auch den Fahrersitz umgedreht. Was fehlt jetzt noch? Ein Tisch. Auch der ist die Mindestanforderung für ein Wohnmobil. Wo zaubern wir den also her? Im Kofferraum liegt er. Der ist transportabel. Das ist für die Mindestanforderung Wohnmobil auch in Ordnung. Und natürlich auch gar nicht unpraktisch. Ich kann ihn dann auch mit vor die Tür nehmen. Soll er während der Fahrt fest verbaut sein, dann kann ich ihn hier in den Bodenschienen verzurren. Durch die Airline-Schienen lässt sich aber nicht nur die Bank verschieben. Mit passenden Einsätzen kann man auch zusätzliche Befestigungs- und Anschlagpunkte schaffen. Apropos Befestigungen. Die Sitzbank verfügt über ein Isofix-System für bis zu 3 Kindersitze. Die drehbaren Konsolen von Fahrer und Beifahrer schaffen am Tisch 5
vollwertige Sitzgelegenheiten auf kleinem Raum. Ein ziemlich minimalistisches Konzept, könnte man denken. Hier gibt es noch eine kleine Infotafel für den Strom und das Bedienpanel für die Heizung. Das war es aber in diesem Fahrzeug. Und ob sich das wirklich bewährt auf Reisen, das probieren wir mal aus und schicken mal unsere Kollegin auf Norwegen-Tour. Wer Norwegen kennt, der weiß, dass es in der Gletscherregion auch im September schon bitter kalt sein kann. 5 Grad nachts die Temperaturen. Die Standheizung anmachen zu können, war für mich ein ungewohnter, aber absolut toller Luxus. Weniger ist leer, könnte man jetzt beinahe schon sagen. Aber die wichtigste Frage ist, wo schläft man denn? Tatsächlich gibt es hier 4 Schlafplätze. Wir haben einmal ein Aufstelldach von SCA und man kann die Sitzbank mit einigen Handgriffen umbauen. Allerdings muss dafür die Kühlbox weichen. Falls man auch die unteren Schlafplätze nutzt, muss also die Kühlbox bewegt werden. Auch wenn sie auf Reisen dann mal schwer beladen ist. Ein allabendliches Ritual, das auf Dauer auch mal ziemlich nerven könnte. Um eine angenehme Nacht zu haben und nicht mit Rückenschmerzen aufzuwachen, legen wir euch ans Herz, die Matratzenauflage gleich mitzubestellen. Diese kostet zwar nochmal 300 Euro extra, aber erst durch diese Investition schläft es sich auch im Erdgeschoss des Crosscamp so richtig bequem. Doch das Schlafen im Aufstelldach war für mich eine super Erfahrung, die ich bisher noch nicht machen konnte. Ich selber fahre einen Bulli, habe allerdings kein Aufstelldach. Die Aussicht morgens in Norwegen war absolut einzigartig. Und ich muss sagen, die Matratze am Anfang, ich war mir nicht so sicher, so dick ist sie nicht. Geschlafen habe ich trotz allem perfekt. Das Wichtigste mal vorneweg. Das Auto ist wahnsinnig sparsam. Das liegt natürlich auch daran, dass wenig drin ist. Damit ist es leicht. Aber wir konnten ihn jetzt hier auf der Testfahrt im Landstraßentempo auf jeden Fall unter 7 Liter fahren. Wenn man natürlich ein bisschen sorgloser mit dem Gasfuß ist, dann sind natürlich auch 8 und 9 Liter möglich. Der Motor hat ja schließlich mehr als genug Leistung. Etwas, was mich stört, das ist das Geräusch, was hier von oben kommt. Und warum kommt von hier oben ein Geräusch? Weil wir 2 Schiebetüren haben in diesem Fahrzeug und dadurch ist hier sehr viel Bewegung im Auto selbst und deswegen arbeitet die Dachschale so stark. Von den Fahreigenschaften des Vitus war ich persönlich total überzeugt und begeistert tatsächlich auch. Das Wetter teilweise super schlecht, sehr schlechte Sichtverhältnisse, Straßenverhältnisse, nicht sonderlich toll mit ganz viel Regen. Ich fühlte mich super sicher im Auto. Der Ben hat die Spur gehalten, wie er sollte und hat mich Straßen rauf und runter gebracht. Ich war jetzt insgesamt 10 Tage in Norwegen unterwegs, bin 3000 Kilometer insgesamt gefahren und war recht überrascht, dass ich bei rund 7 Litern pro 100 Kilometern Spritverbrauch geblieben bin. Durch sein geringes Gewicht von nur knapp 2,4 Tonnen rollt der Crosscamp vergleichsweise spritsparend und er bietet auf der Straße eine gute Übersicht. Damit kann er auch als Langstreckenfahrzeug punkten. Der Testwagen kommt für seine eher karge Ausstattung doch mit einem recht stattlichen Preis. Der Crosscamp Base X ist mit einem Listenpreis von knapp 75.000 Euro definitiv kein Schnäppchen. Dafür kann er aber konzeptbedingt auch einen Alltags-Pkw ersetzen.